15 Punkte in Physik in der Oberstufe, so klappt's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur steht. Manche tun sich ja mit Physik richtig, richtig schwer, andere lieben es komplett. Und ganz ehrlich, ich hatte selbst in irgendeiner Excel-Physik mal 2 Punkte, weil ich nicht richtig drauf gelernt hatte. Fand es teilweise super interessant, teilweise echt nicht spannend, aber schlussendlich habe ich sogar 15 Punkte in der Abi-Prüfung geschafft. Deswegen, ich sag's euch. Auch an die Leute, die jetzt vielleicht Physik nicht so yay sind, ohne Spaß, ihr könnt euch so krass verbessern, wenn ihr es ernst nehmt, euch dafür begeistert und schlussendlich auch im Prinzip einfach diesen Willen habt, besser zu werden. Deswegen kommen jetzt meine 5 Tipps, wie du genau das schaffst. Erstens, wie eben schon erwähnt, begeistere dich für Physik. Ich finde, es gibt fast kein Fach, wo eigentlich sich wirklich jeder so gut dafür begeistern kann wie Physik. Ich meine, Egal, was du dir anschaust, von den größten Sternenplaneten, ganzen Sonnensystemen im Universum, über alles hier in unserem Alltag, zu den kleinsten Teilen, alles ist Physik. Das gesamte Leben besteht aus Physik. Und wenn man es dann nicht schafft, da irgendwie ein Interesse aufzubauen, verstehen zu wollen, hey, wie funktionieren diese Dinge denn eigentlich? Warum fällt der Apfel vom Baum? Warum ziehen sich Elektronen nicht an? Warum zieht sich ein Proton und ein Elektron an? Warum? Was sind Atome? Und all diese Fragen. Wenn du dich dafür nicht interessierst, dann I don't know. Und wenn man sich das wirklich vor Augen hält, hey, es macht einfach so viel aus. Du selbst bestehst nur aus Atomen. Wenn du das machst, dann hast du einfach dieses krasse Interesse da. Du hast dieses krasse Interesse. Und auch wenn man es eigentlich schon weiß, beachtet man trotzdem oft nicht, wie sehr man sich eigentlich für ein Fach interessiert. Und wenn du Interesse auch nicht nur als so eine Sache siehst, die halt so passiert, sondern wirklich als deine eigene Verantwortung, dass du dich für das Fach interessierst und dich somit wirklich da begeisterst dafür, dann hast du auch wirklich die Grundlage geschaffen, viel zu lernen, gut im Unterricht mitzumachen und schlussendlich auch sehr, sehr gute Noten zu schreiben. Zweitens, Grundannahmen und Folgerungen. Das ist ein krasser Gamechanger in der Physik, weil viele denken immer so, okay, muss ich jetzt in Physik eigentlich möglichst viel rechnen? Oder ist es mehr so ein Auswendiglernfach? Und im Prinzip ist es ganz einfach. In Physik gibt es quasi 2 Arten von Stoffelementen, die du lernen musst. Also nicht Stoffelemente im Sinne von irgendwas Chemisches, sondern es gibt auf der einen Seite Grundannahmen. Das heißt, das sind einfach Fakten, Dinge, die du akzeptieren musst. Beispiel, Elektronen sind negativ und gleichgeladene Teilchen stoßen sich ab. Da gibt es nichts dran zu verstehen. Das sagt dir der Lehrer, das steht in deinem Heft, das musst du einfach auswendig lernen. Und auf der anderen Seite gibt es eben aus diesen Grundannahmen heraus Folgerungen. Sprich, wenn du dann beispielsweise ein Elektron neben ein Elektron packst, dann kannst du davon ausgehen, dass die sich abstoßen werden. Weil du hast ja die beiden Annahmen schon, diese Grundregeln der Physik im Prinzip, dass erstens Elektronen jeweils negativ sind und dass sie sich abstoßen, weil sie ja eben gleiche Teilchen sind oder gleich geladen sind immerhin, dann passiert das natürlich. Und wenn du das verstanden hast, das wird dir für alles so krass helfen, weil du einfach so stark differenzieren kannst in Physik zwischen, okay, das sind die Dinge, die musst du nicht hinterfragen oder verstehen, sondern einfach nur auswendig lernen. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die ich eben aus diesen Sachen, die ich auswendig gelernt habe und einfach nur akzeptiere, die kann ich dann daraus ableiten und so ist dann das Verständnis auch viel, viel einfacher gemacht. Drittens, gehe genau nach dieser Struktur vor. Vor allem in deinen Antworten. In Physik musst du ja oft auch einfach Dinge ausformulieren, ob das jetzt in der Klausur oder in der Abfrage ist. Es geht eigentlich immer darum, dass du eine Fragestellung hast und dann sollst du dazu Stellung beziehen. Und es ist so einfach, erstens für dich selbst, zweitens zur allgemeinen Bearbeitung und drittens auch für den Lehrer, wenn du das genau nach dieser Struktur machst. Das bedeutet, du schreibst im ersten Moment einfach, jetzt ganz, ganz simples Beispiel, eben wie von vorhin, es ist so, dass es Elektronen gibt und Elektronen sind negativ geladene Teilchen. Des Weiteren ist es so, dass gleichgeladene Teilchen sich voneinander abstoßen. Deswegen ist es so, dass sich, die 2 Elektronen, wenn wir sie in die Nähe bringen, sich gegenseitig abstoßen. Super simpel, das jetzt nur noch ein bisschen schöner ausformuliert und nicht so oft die gleichen Wörter verwendet. Und du hast eine Top-Antwort. Hat eine klasse Struktur, ist total übersichtlich, hat alle wichtigen Sachen drin und im Endeffekt hoffentlich auch noch eine schöne Form. Und dann spricht ja absolut nichts mehr gegen 13, 14, 15 Punkte oder was auch immer, Entschuldigung, du erreichen willst. Viertens, verstehen statt merken.
Auch wenn ich gerade eben schon gesagt habe, dass es wirklich etliche Dinge gibt, die du einfach auswendig lernen musst, ist es ja meistens so, dass gerade diese Grundannahmen super, super, super schnell gelernt sind. Die hast du eigentlich super schnell drin. Ich meine, man vergisst echt sehr schnell alles aus der Schule, aber so solche Sachen, wie ich dir gerade gesagt habe, mit den Elektronen, dass sich gleich geladen, gleich abstoßen, das merkt man sich einfach so gut, weil es so einfach und so einleuchtend irgendwie ist. Aber gerade wenn es dann darum geht, diese Folgerung eben aus den Grundannahmen heraus zu lernen oder zu eben, oder ja, eigentlich ja zu verstehen. Aber das machen die wenigstens, sondern die meisten versuchen, ihren Versuchsaufbau, der eigentlich nur dann aus diesen Grundannahmen herauskommt, einfach komplett auswendig zu lernen. Du denkst, okay, da ist so eine Glaslampe und da haben wir so eine Schicht und da ist eine Glasscheibe und da ist der Stoff drin und dann wird da das Licht ausgestrahlt und so weiter, anstatt mal zu überlegen, warum ist denn da diese Glasscheibe? Warum ist denn da diese Glühlampe? Warum kommt denn da dieser Stoff raus? Weil in dem Moment, wo du es verstehst, hast du es wirklich verarbeitet und wirklich verstanden. Weil klar, es ist am Anfang einfacher, sich zu denken, oh, ich lerne es einfach als auswendig, konnte ich dann aus und brauche ich danach nie wieder. Aber wie gesagt, Physik ist ja eigentlich schon mal interessant, deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn du es auch langfristig behalten kannst. Aber vor allem in Bezug auf deine Note ist natürlich alles, was du dir auswendig gemerkt hast, das ist erstens viel aufwendiger, alles zu lernen, weil du es ja immer wieder wiederholen musst. Und vor allem, es ist total vergessensanfällig. Wenn du ein Blackout hast, weg. Wenn du aber was ernsthaft tief in dir verstanden hast, ist egal, was dein Kopf macht, weil du hast es trotzdem drauf. Und deswegen, bitte, 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 versuch in der Physik immer so viel wie möglich, alles, was über diese Grundannahmen hinausgeht, alles zu verstehen, weil du dann auch auf ganz verschiedene, wechselnde Aufgabenstellungen immer sehr, 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 sehr gut antworten kannst. Fünftens, arbeite schnellstmöglich mit Aufgaben. Das ist im Prinzip die Konsequenz aus dem vorherigen Tipp. Wenn du natürlich möglichst viel das Ganze verstehen willst, dann ist es unfassbar förderlich, wenn du eben, sobald du die Grundannahmen, auch einfach so mal die allgemeine Thematik begriffen hast, dann eben auch möglichst schnell zu Aufgaben übergehst und eben nicht nur alles immer wieder wiederholst und versuchst zu verstehen, wobei es eigentlich eher auswendig lernen ist, sondern du versuchst direkt Aufgaben zu lösen. Weil Aufgaben sind grundsätzlich erstmal immer viel interessanter zu bearbeiten, weil es einfach mehr eine Challenge ist, als das zum 7. Mal durchzulesen. Und du musst es verstanden haben. Du kannst nichts anwenden, was du nur auswendig gelernt hast, weil sobald sich die Aufgabenstellung ein bisschen verändert, bist du am Arsch. Und deswegen wird dir jede Aufgabe, jede neue Aufgabe vor allem auch immer wieder zeigen, wo du vielleicht noch Lücken im Verständnis hast. Und wenn du die sozusagen sehr früh schon in deiner Vorbereitung auch deckst und dann wieder zurückkehrst zu deinen Heften und sagst, okay, warum war es jetzt so, warum war es so? Ah, okay, sowas, dann machst du eine neue Aufgabe dazu und merkst, du kannst es wieder darauf anwenden, dann hast du im Prinzip gewonnen. Weil du dann den ganzen Stoff oder zumindest alle Folgerungen, die man verstehen kann, die hast du auch verstanden. Hast die tief verankert, musst nicht mehr Panik schieben, dass du irgendwas vergisst, weil es Teil von dir geworden ist. Und dann wirst du auch schlussendlich deine Topnote schreiben. Deswegen in dem Sinne, denk an eine Sache. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.